Hallo zusammen und einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du dir dieses Video anschaust. Ich bin die Sandra und ich möchte dir heute eine kurze Geschichte vorlesen, die der ein oder andere bestimmt schon kennt, aber die, wie ich finde, sehr inspirierend ist, weil sie mir immer hilft, wenn ich mich über Kleinigkeiten ärgere, wie zum Beispiel, wenn der Bus mir vor der Nase wegfährt oder ja, einfach, wenn die Dinge nicht so laufen, wie ich sie mir vorgestellt hatte. Und zwar heißt die Geschichte, wer weiß, wozu das gut ist. Es war einmal ein Bauer in einer armen Dorfgemeinschaft. Man hielt ihn für gut gestellt, denn er besaß ein Pferd, mit dem er pflügte und Lasten beförderte. Eines Tages lief sein Pferd davon. Seine Nachbarn riefen, wie schrecklich das sei. Aber der Bauer meinte nur, wer weiß, wozu das gut ist. Ein paar Tage später kehrte das Pferd zurück und brachte zwei Wildpferde mit. Die Nachbarn freuten sich über sein günstiges Schicksal, aber der Bauer sagte nur, wer weiß, wozu das gut ist. Am nächsten Tag versuchte der Sohn des Bauern, eines der Wildpferde zu reiten. Das Pferd warf ihn ab und er brach sich ein Bein. Die Nachbarn übermittelten ihm ihr Mitgefühl für diesen tragischen Unfall, aber der Bauer sagte wieder, wer weiß, wozu das gut ist. Da kamen in den nächsten Wochen Rekrutierungsoffiziere ins Dorf, um die jungen Männer zur Armee einzuziehen. Den Sohn des Bauern wollten sie nicht, weil sein Bein gebrochen war. Als die Nachbarn ihm sagten, was für ein Glück er hat, antwortete der Bauer nur, wer weiß, wozu das gut ist. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Tag. Lasst es euch gut gehen. Alles Liebe und Namaste, eure Sandra.